Eins noch, oder? Eins noch. Es war keine Absicht. Also nachdem ich jetzt actually auch Amumu gespielt habe, vor allem Amumu, muss ich sagen, Yi fühlt sich echt scheiße an. Amumu fühlt sich so, so viel stärker als Champion an. Ja, Amumu ist wirklich crazy. Ich glaube, ich spiele es einfach nochmal aus Spaß eine Runde Amumu rein. Schon wieder eine Lulu im Team, though. Die zwei Picks entscheiden, ob ich Yi oder Amumu spiele. Obwohl wir jetzt schon Engage lecken. Zack, Gragas, ja, brauche ich gar nicht erst drüber nachdenken, hier Yi zu spielen, Alter, ganz ehrlich. Okay, meine Runde noch runterrennen hier mit Amumu, los. Wenn ich das Game dominant mit Amumu gewinne, ist das mein Main, bis Yi oder Lethal Tempo gebufft werden. Junge, wie er wackelt, Mann, der braucht auch so dringend ein Visual Rework. So, wir Solo starten jetzt einfach hier oben. Sollte wie immer eigentlich ganz gut gehen mit Amumu. Vielleicht kommen wir Level 3 Toplane vorbei, mal schauen. Wenn die das meinen, die beiden? Beide auch kein TP, wirklich, Klassiker. Zwei Toplaner, beide kein TP, 1v1, sich Level 1, Exchange Kill. Das könnte nicht besser, wirklich, das zusammenfassen. Das ist auf der Toplane passiert manchmal. Aber das heißt auch, wir gehen jetzt in nicht Toplane. Dich will ich halt eigentlich so früh nicht ganken, aber wenn der sich so anbietet. Jana Bolika, ganz normaler Name. Ach, das ist Pain. Da ist halt der eine andere Jungler, der auch genauso gut Early Game reinficken kann. Ah ne, warte mal. Das brauchen wir ja gar nicht zuerst. Ich brauche das ja immer noch zuerst. Okay, einen Kill für Custodian nehmen wir, honestly. Zwar zwei Kills für Yasuo, aber I think that's okay. Oh, Lukas, ist das nicht dein Ernst? Och, nee. Das ist nicht mein Ernst, dass ich das jetzt das zweite Mal in Folge verkacke. Das ist halt das Ding. Deswegen war das eine Momo-Game eben so gut, weil ich meine ganzen Qs getroffen habe. Aber das tue ich halt nicht immer. Ist aber auch unlucky, dass er beides mal genau die Rotation matcht. Ist natürlich, der Renekton 3 einsteht, ist eine sehr angenehme Angelegenheit. Freut mich sehr, dass der hier alleine für sich sorgt. Renekton ist jetzt Darius, ne? Wait, what? Wait, what? Geil, what the fuck? Der ist ja so stark. Sick. Ja, gratis Grubbies sagen wir die Nein zu. Und Drake ist auch noch ab. Das war natürlich wiederum cool jetzt. Der stirbt, what the fuck. Stirbt nicht. Nein, nein, nein. Boah, eigentlich muss ich jetzt immer bei erst Level 6 und ich kann jetzt nicht Level 5 zum Drake gehen. Und vielleicht Botlane kollapsen jetzt? Das ist das einzige Play, das gerade offen ist. Wäre richtig geil. Ist das hässlich, dass das meine Bandage blockt? Finde ich irgendwie kacke. Wohl Botlane geht back. Da muss ich nicht Botlane. Sondern wir invaden, I guess. Bitte mach Schaden. Geil. Geil, das ist richtig gut. Damn. Sack Botlane noch? Nee, ne? Ah, oh, komm schon. Ah, oh, wie painful. Okay, das war so wichtig, ey. Das ist so komisch. Ich hatte irgendwie bei Kassadin damit gerechnet. Wir hatten letztens einen Kassadin im Team, der ja von unserem ADC auf Mitte gezwungen wurde. Und der hat Kassadin so super passiv gespielt. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass er gerade so mit reingeht. Aber es hat super funktioniert, ey. Ich bin so glücklich. Ja, welche Schuhe gehen wir hier am Ende? Ich werde actually jetzt nichts für die Schuhe kaufen. Ich will lieber schnell an Dingens kommen. Wir gehen hier für Tabis, ganz klar, ne? Ach du Scheiße! What the fuck? Plötzlich drei Leute, wirklich. Gragas E3, er E3, mitten in der Mitte, ja so. Das war's mit den Grubs auf jeden Fall. Boah, das gewinnst du nicht. Wait, let him cook. Ja, so fehlt leider. Schade. Ich wäre niemals rechtzeitig dazugekommen, sonst wäre ich da auch hingegangen. Oh, wie dass er das fast macht. Aber die haben zu viel CC.
Wäre ohne mich rausgekommen? Wahrscheinlich nicht, ne? League ist ein 3D-Game, ich hasse es. Schöne Sache. Ich hol den. 300 Gold sogar, lecker. Kommen die her? Können sie eigentlich nicht mit dem Renekton da unten. Was ist das für ein komischer TP? Hä? Ja, ich guess wir haben Kill geholt. Gutes Timing, actually. Okay, das könnte big sein, actually. Oh my. Er ist der Damage-Dealer. Geil! What the fuck? Das war fucking huge. Ich hatte hier eins gehört, euch. Keine Sorge, das kann er nicht heilen. Das kann er nicht halten, niemals. Was für ein geiler Teamförder, aber. Dich kann ich heilen lassen. Du machst das, wenn du brauchst. Guckt euch den Schaden an, ist das geil. Boah, ist das ein Baron Angle? Na gut. Ne, honestly sehe ich uns. Dauert eine Weile, aber sollte hinkommen. Vargas kommt, aber es reicht. Lass mich sterben, lass mich sterben. Endlich komm raus. Ah, ich wollte gerade flashen. Ich wollte die ganze Zeit zu der Wand hier, damit ich darüber flashen kann, aber es wollte nicht. Wir uns bitte nicht totfighten jetzt. Never mind, ihr seid geil. Ah, nicht geil genug. Boop. Da lebt immer noch jemand. Aber findet ihr das nicht verrückt? Das Spiel hat sich so hopeless angefühlt. Und mit meiner Statline wäre ich mit Master Yi so useless. Einfach nur, weil ich am Momo spiele, darf ich noch Impact haben. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Da prieren wir jetzt auf jeden Fall erstmal den Drachen. Was ist denn gerade der Gameplan? Wir haben irgendwie keinen. Och, das gibt's nicht. Krass. Je mehr Fulti ist ja so brutal. Bitte? Triumph? Boah. Ich werde noch so hart sterben jetzt. Kassadin! Ja, Baron ist jetzt schon der Call hier. Definitiv. Ja. Oh, ups. Na gut. Bitte? MF ist das Einzige, was euch im Game hält, hä? Wir stacken Objectives einfach nur seit Stunden, aber machen keinen Progress auf den Türmen. Jetzt sind wir gerade alle hier. Okay, sie hat Siegel wasted, die Ult. Jetzt ist GG. Jetzt haben sie nichts mehr gegen uns. Scheiße, warte mal. Ich hab verkackt. Aber reicht es? Das reicht, ne? Ja. Ist keiner geehrt von denen. Okay, ist nicht spät genug im Game, ne? Ja, guck mal! Ich war turbo useless! Und trotzdem reicht mein Champion irgendwie, um irgendwie durchzukommen. Aber die beiden, also Renekton hat das Game komplett getragen. Ich weiß noch nicht, warum man manchmal 3 und manchmal 4 anders hat. Das verstehe ich noch nicht. Ja, Platt 1, 50 LP, das ist doch super. Wir haben 100 LP gemacht heute. Ist das schön? Aber naja. Okay. Dann würde ich sagen, können wir uns noch ganz gemütlich ein paar mehr Schafe im Keller festbinden. Das klingt eigentlich nach einer guten Idee.